In diesem Testvideo schauen wir uns zwei verschiedene Kaffeeeissorten an, die auf korrekte Art biologisch bzw. Demeter hergestellt wurden. Und zwar das Roggenkamp Organics, die feine Bio-Eiscreme-Kaffee und die von Schrotzberger Milchbauern das Cappuccino-Eis mit Original Mount Hagen-Kaffee. Ich schaue mir an, was für Zutaten in diesem Eis drin ist. Und wie sie schmecken, kläre euch über die Zutaten und was man vielleicht sonst noch so bedenken muss. Wie gesagt, am Ende geht es aber auch darum, ob das Ganze alles schmeckt. Und das finden wir gleich raus nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Kaffee-Duell. Dieses Kaffee-Duell ist quasi sponsert bei Timo, meinem Patreon-Unterstützer. Ich habe es schon mal erwähnt. Er hat sich durch die Unterstützung, dass er mir da was gespendet hat, Videos gewünscht. Und unter anderem hat er sich gewünscht, dass ich mir diese beiden Kaffee-Eissorten besorge und in einer Review vorstelle. Danke an Timo, danke an euch, dass ihr Interesse habt und euch das Video anschaut. Und am Ende hoffentlich auch danke an meine Geschmacksknospen, dass ihr mir hier Freude bereiten werdet. Das werden wir aber gleich rausfinden. Es sind, wie gesagt, zwei Eissorten, die ich aus dem Biomarkt habe. Im normalen Supermarkt habe ich die noch nirgendwo gefunden. Ich habe jetzt beide bei Dance gekauft. Ich kenne weder die eine Marke noch die andere. Ich meine, ich hatte von der Marke schon mal ein Eis. Die habe ich vorher noch nie was von gehört. Ich will aber sagen, ich bin nicht so der, das gebe ich auch zu, der Mensch, der so viel Bio kauft. Ich meine, Bio-Milch, Bio-Quark, Bio-Hüttenkäse, sowas kaufe ich inzwischen, aber im normalen Supermarkt. Ich kenne mich sowas wie bei Dance oder Basic nicht ganz so aus. So, sage ich jetzt warum? Weil ich quasi hier recht unvoreingenommen bin. Ich habe weder einen Favorit, bin weder ein Fan von dieser Marke oder von der. Ich habe keine Ahnung davon. Und beide kosten auch ungefähr gleich viel, nämlich 5,50 Euro knapp, ja. Und von daher kann man das hier recht gut vergleichen und ich kann da ganz unvoreingenommen in dieses Testvideo gehen. Wobei ich jetzt hier schon mal sagen muss, dass ich diesen Kaffeebecher hier ein bisschen schöner finde. Aber gut, das ist was anderes. Fangen wir mal an. Wir gucken einfach mal so grob, was in beiden Eis so drin steckt. Und zwar haben wir, wir gucken uns das jetzt hier einfach mal zuerst an. Achso, okay, wir können so ein bisschen Message hier machen. Während andere noch über nachwachsende Rohstoffe diskutieren, verarbeiten wir sie zu feinster Bio-Eiscreme. Roggenkamp Organics. Mit diesem Becher haben Sie etwas Besonderes in Ihren Händen. Unsere feinste Bio-Eiscreme, heißt viel Milchfett, ist das Produkt einer besonderen Einstellung zu guter Ernährung unserer Umwelt, unseren Partnern und nicht zuletzt zu all denjenigen, für die wir unsere Produkte herstellen. Ja, das Ganze aus Gütersloh. In der Nähe wohnt mein Onkel. Random Info. Ja, haben wir irgendwie was draufstehen? Also hier ist erwähnenswert, dass wir hier Mount Hagen Kaffee haben. Da setze ich euch nochmal einen Link in die Beschreibung. Das ist also quasi, ich glaube, das war Papua-Neuguinea und da 1986 war es, wenn ich habe gerade so ein bisschen Story gelesen, waren so quasi Bio-Kaffee-Pioniere, die dort eine Plantage betrieben haben und von dieser Plantage ist dann hier wohl Kaffee drin. Ja, so steht jetzt hier, ach doch, hier steht auch noch was drauf. Die Milch der Schrotzberger Milchbauern stammt von Kühen, die ihre Hörner tragen dürfen. Demeter steht für biologisch-dynamische Spitzenqualität. Ein lebendiger Dialog mit den Kräften der Natur. Der Kreislauf aus Boden, Pflanze und Tier, Mensch wird geschlossen. Also das Ganze ist jetzt hier quasi nochmal so ein bisschen esoterisch fast schon angehaucht, wie man das lesen kann. Und allgemein gilt Demeter als noch korrekter als Bio. Das hier nur Bio, das hier Demeter. Inhalt bei beiden 500 Milliliter und der Masseinhalt auch ungefähr jeweils gleich 320 Gramm hier, 325 Gramm dort. Sprich vergleichbar, relativ viel Luftaufschlag. Vergleichsweise Hagen, das Ben & Jerry's haben so ungefähr 430 bei 500 Milliliter. Ja, dann gucken wir uns mal die Zutaten vielleicht an. Achso, ich mache den Deckel schon mal auf, damit er noch so ein bisschen antaut. Da waren vorher natürlich auch noch solche Schutzdinger drauf, die habe ich aber schon abgemacht. Ich will ja jetzt hier nicht gleich, dass das Eis zu fest ist, wenn es dann ans Verköstigen geht. Also so rein vom Aussehen könnt ihr schon mal sehen, dass sie eigentlich relativ gleich aussehen. So, ich muss ein bisschen atmen, ich rede viel zu schnell. Okay, die Zutaten haben wir Vollmilch hier drin und hier haben wir Magermilch, die ja quasi dann mit Sahne wohl ergänzt wird, hier bei diesem Demeter-Eis. Und hier haben wir Vollmilch, aber auch Sahne drin, Rohrzucker, das haben wir bei beiden hier drin, Magermilchpulver auch, das Ganze natürlich biologisch bzw. Demeter, Glukosesirup, pasteurisiertes Ei haben wir hier auch drin aus Freilandhaltung. Hier haben wir auch drin Eier, ja tatsächlich auch Eigelb,
Löslicher Bohnenkaffee 1%. Und hier haben wir drin Kaffee 1,2%, also ein bisschen mehr. Und hier so auf den ersten Blick haben wir viel weniger Zutaten. Milch, Sahne, Rohrzucker, Magermilchpulver, Ei, Kaffee. Also wenn man zu Hause Eis selbst herstellt, muss man genau diese Sachen benutzen. Man kann natürlich statt Magermilchpulver jetzt zum Beispiel dann auch einfach mehr Sahne nehmen. Aber am Ende kommt genau das in Eis rein. Ich habe schon mal Eis selbst gemacht, könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. Da kommt Sahne, Eier, Zucker rein und Milch. Das war's. Und das ist hier drin. Natürlich Kaffee dann für den Geschmack noch. Hier aber so ähnlich, bis auf die Tatsache, dass wir hier noch einen Stabilisatoren drin haben. Ne, das kann man jetzt quasi negativ bewerten, wenn man das möchte. Und noch Glukosesirup statt halt einfach nur Rohrohrzucker. Das ist natürlich an der Stelle jetzt, ja, kann man schon als ein bisschen schlechtere Zutat bezeichnen, würde ich sagen. Die Nährwerte, die gucken wir uns mal im Vergleich an und die sehen auch schon recht ähnlich aus pro 100 Milliliter, da sie alle ungefähr, weil, da sie beide das gleiche Gewicht fast haben, kommt am Ende auch das gleiche bei raus. Wenn man es auf 100 Gramm beziehen würde, es geht ja jetzt hier um den Vergleich. Wir gucken uns aber die Milliliterzahl an, weil hier auf dem sind auch nur die Milliliter angegeben, hier sind aber auch die Gramm, also bitte auf die linke Zahl gucken. Ungefähr 135 Kalorien, hier haben wir 144. Fett haben wir hier mehr drin, sprich, es könnte reichhaltiger sein, das Eis, und das zeugt auch für die Güte der Zutaten, je mehr Milchfett drin ist, 9,3 Gramm. Zucker haben wir hier drin 15,3, beziehungsweise hier 13,4 Gramm Zucker und hier haben wir drin 12 und Eiweiß 3, auch ein Indiz dafür, wie viel Milchprodukt drin ist, 3, hier haben wir 2,8. So, da würde ich jetzt auf den ersten Blick, und ihr habt das ja auch so ein bisschen jetzt mitverfolgt, sagen, dass wir hier so ein bisschen höherwertige Zutaten haben. Ein bisschen mehr Fett, sprich auch Milchfett, ein bisschen mehr Eiweiß, was halt auch auf mehr Milchprodukt schließen könnte. Ein bisschen mehr Kaffee, aber hier die Meta-Zutaten dafür, die ja dann wiederum auch hochwertiger sein können. Ja? Dafür hier auch den schöneren Becher. Also so tue ich es schon mal so als Introduction. Ich denke so, das ist ganz gut. Jetzt gucken wir mal natürlich, wie das Eis schmeckt. Und da werde ich mir jetzt mal kurz noch ein Glas Wasser besorgen und so weiter. Und das Eis noch einen Moment aufwenden. Da können wir gleich schon hin. Kurz noch ein Glas Wasser besorgen, damit man auch so ein bisschen den Geschmack rausbekommt. Und dann geht's ans Testen. So, da haben wir sie jetzt beide. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich anfange. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meck und du bist weg. Ich fange mit dem an. Okay. Ja, man ist noch ein bisschen Kind. Ja, ich meine, wer meinen Kanal guckt, der weiß das. Also. Cappuccino-Eis von Milchkühen mit Hörnern. Finde ich auf jeden Fall gut. Ne? Also, ne, das muss man sagen. Also, das ist dann quasi höherwertige Qualität im Sinne von des einzelnen Produktes und hier in der Komposition der Produkte, würde ich sagen, höherwertiger bzw. mehr Einsatz davon. Ja? Also, Cappuccino-Eis. Hier ist ein bisschen, ne, das ist jetzt einfach vom Frierprozess. Das muss man jetzt mal ignorieren, dass hier so ein bisschen Wasser sich drauf gesammelt hat. Das ist nicht so schlimm. Bewegt sich, ach, ich sage hier richtig wie Physik, bewegt sich eigentlich ganz schön über den Löffel. Mal kurz den Fleck hier wegmachen. Bewegt sich ganz gut über den Löffel, ist recht luftig. Das kann man hier auch sehen an den kleinen Luftblasen da drin, wie der die Luft eingeschlagen ist. Fühlte sich sehr glatt schon mal an. Oh ja. Oh ja. Übrigens sehr positiv bei den beiden Eis finde ich, dass gar nicht so viel Zucker drin ist. Das habe ich noch nie, also selten, dass man so wenig Zucker drin hat. Das waren ungefähr nur 15 Gramm. Bei so einem Ben Jerry's hat man 24 drin, teilweise bei manchen 30, wenn so Karamellsoßen drin sind. Klar, hier sind jetzt auch keine Karamellsoßen drin, aber also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Erinnert von der Konsistenz stark an Cremissimo. Liegt auch daran, dass viel Luftzuschlag drin ist. Also. Sehr, also intensiver Kaffeegeschmack. Oh, herrlich. Süße, sehr angenehm. Schöner Schmelz, so richtig. Ja, Cremissimo beschreibt es eigentlich sehr gut, wenn ihr das kennt. Richtig glatt am Gaumen. Und was mir auch gefällt, ist, dass es halt so. Ja, es ist jetzt nicht so milchig Kaffee, weil viele Cappuccinos sind ja auch sehr milchig vom Geschmack. Das ist hier wirklich eher so. Schon jetzt nicht espressomäßig, aber schon intensiverer Kaffee. Ah, tolles Kaffeeeis, also wirklich.
Also die ist jetzt so auf den ersten Probierer. Jetzt holen wir uns mal das gleich und dann müssen wir gleich mal vielleicht zurückgehen. Gefällt mir wirklich schon mal sehr gut, muss ich sagen. Vor allem der Schmelz, die Konsistenz ist super. Wie gesagt, ist nicht Eiscreme wie Ben & Jerry's. Also doch, Entschuldigung, ist es, aber nicht so dieses dichte, sehr kompakte, sondern luftiger. Das gilt es hier zu bedenken. Mal kurz einen Schluck trinken. So, und jetzt kommen wir zu dem Roggenkamp Organics. Nur so kleine Pünktchen drin. Ob das dann wohl der gemahlene Kaffee ist oder sowas. Okay, das schmilzt erstmal ein bisschen weniger gut. Das ist ein bisschen fester. Ist aber genauso viel Luft drin. Aber ihr seht, die sind beide gleichzeitig rausgeholt. Das hier ist deutlich fester. Also wirklich ganz deutlich fester. Das ist aber auch fein. Andere Kaffeenote, ein bisschen mehr Röstaromen drin. Ich muss das aber, glaube ich, noch ein bisschen antauen lassen, sonst ist es unfair. Ich stelle das rein, sonst schmilzt es mir gleich weg. Ich muss das noch ein bisschen antauen lassen, weil es ist doch vergleichsweise zu feste und dann kann man es nicht ganz so gut beurteilen. Wir müssen mal kurz warten. So, jetzt habe ich hier noch 5 Minuten gewartet gehabt und man merkt es hier ganz gut, das ist bei manchen Eis so, dass das Innere wirklich noch sehr fest ist, aber am Rand dann schon recht zu weich fast schon wird. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal anfangen. Das ist immer so ein bisschen doof halt, weil sonst ist es am Ende zu flüssig und dann kann man es auch nicht mehr richtig beurteilen. Dann kann man immer so am Rand so ein bisschen lang gehen. Und da seht ihr auch, da ist das von der Konsistenz ist dann schon wirklich ein bisschen weicher. Also ich kann das bestätigen. Ich finde, das hier hat eine etwas intensivere Röstnote vom Kaffee. So ein bisschen, ich weiß nicht, was für eine Art Kaffee drin ist, aber ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen mehr robuster drin ist. Ich muss auch sagen, ich bin kein Kaffee-Sommelier oder Kaffee-Superexperte. Ich schmecke zwar, wenn in einem Espresso mehr Robusta drin ist, aber jetzt hier so in Kombination mit Eis will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nichtsdestotrotz kommt mir das hier deutlich ein bisschen kräftigere Kaffeenote. Ich glaube auch nicht, dass das nur unbedingt an diesen 0,2% liegt, die mehr drin sind, sondern dass einfach eine andere Bohne natürlich auch genommen wird. Die Konsistenz finde ich nicht ganz so gut wie bei dem anderen. Das hier ist auch locker, luftig, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, es schmilzt nicht ganz so gut wie das andere. Es liegt nicht jetzt hier nur unbedingt daran, dass das hier jetzt quasi mittig so ein bisschen fester ist, sondern es wird auch daran liegen, dass dem anderen eben Stabilisatoren zugesetzt sind, die oft so einen cremigeren, vollmundigeren Geschmack machen. Wenn man Cremissimo antauen lässt, also komplett bei Zimmertemperatur auftauen lässt, den ganzen Bottich, dann wird er nach 3 Stunden noch so aussehen wie vorher, weil die Stabilisatoren die ganze Konsistenz des Eises bestimmen. Und die sorgen auch für diesen cremigen, vollmundigen Geschmack. Und das wird der Grund sein, meiner Meinung nach, warum das Demeter-Eis deutlich einen vollmundigeren, cremigeren Geschmack hat. Das kommt durch die Stabilisatoren. Jetzt muss man überlegen, was man lieber möchte. Möchte man möglichst wenig Sachen drin haben? Dann verzichtet man vielleicht auf eine etwas bessere Konsistenz, ist aber auch Geschmackssache. Vom Mundgefühl, es gibt ja sicherlich Leute, die mögen dieses Cremissimo-Eis nicht, weil das so luftig ist. Oder man nimmt eben jetzt quasi noch einen zusätzlichen Stoff, also meinetwegen Stabilisatoren, ist ja nichts Schlimmes, nichts Gefährliches, keine Angst. Ne? Ist jetzt nur, es gibt ja Leute, die wollen wirklich nur die Basics haben und ja, muss man sich dann selbst überlegen. Das hier schmeckt mir jedenfalls auch wirklich richtig gut. Auch nicht diese Süße ist mal eher zurückhaltend. Aber ich muss auch sagen, beide sind wirklich, ich kann nicht sagen, der eine schmeckt viel besser als der andere. Es ist gerade wirklich schwierig. Ich hole noch mal kurz das andere. Also, ich muss das jetzt hier auch noch mal probieren. Es ist wirklich schwierig. Also, ihr seht das auch, dass das hier so ein bisschen, seht ihr, wenn man so mit dem Löffel drüber geht, das hier wird so gruselig. Es ist halt andere Konsistenz. Ah, das ist von der Konsistenz echt geil. Aber das ist, wie gesagt, eine Geschmackssache. Aber hier doch jetzt auch noch mal im Vergleich deutlich bessere Kaffeenote. Beziehungsweise andere intensivere. Ich glaube, ich werde mich nicht entscheiden können, welches Eis ich besser finde. Ich kann euch, wie gesagt, sagen, bessere Konsistenz, bessere Qualität, was quasi Tierwohl und so weiter angeht.
bessere Menge an Zutaten, weniger Zutaten, stärkere Kaffeenote, die ich persönlich ein bisschen besser finde. Man müsste beide Eis irgendwie miteinander kombinieren und dann würde das beste Kaffee-Eis dabei rauskommen. Ja, also doch, jetzt wirklich nochmal. Also hier ist doch deutlich mehr Kaffee. Ja, oh ja. Ja, es ist irgendwie für mich persönlich unentschieden. Wenn ich mir jetzt eins von beiden kaufen müsste, ach, dann weiß ich es einfach nicht. Vielleicht das, weil es einfach ein bisschen mehr noch nach Kaffee schmeckt. Aber ich weiß es nicht. Egal, vielleicht wisst ihr es, weil ihr schon mal eins von diesen Eissorten probiert habt. Und schreibt mir doch mal in einen Kommentar oder auch, ob ihr andere Marken, andere Sorten schon von Roggenkamp oder Demeter Schrotzberger Milchbauern probiert habt. Dann könnt ihr mir das bitte in einen Kommentar schreiben. Was könnt ihr denn noch empfehlen? Ich bedanke mich nochmal herzlichst beim Timo für diese Kanalspende quasi. Und allen anderen sage ich auch danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.